Aber zu Blitz, Bettina Kramer, was habt ihr heute an Neujahr für uns? Wir schwelgen gleich im Luxus. In unserem Blitz-Spezial berichten wir über reiche Menschen und darüber, wofür sie ihr Geld ausgeben. Wir haben zum Beispiel Leute getroffen, die einen handgearbeiteten Ferrari-Kinderwagen für fast 2.500 Euro kaufen. Wer so etwas normal findet, wir zeigen es Ihnen gleich im Blitz. Dankeschön, Bettina. Liebe Zuschauer. Blitz-Spezial mit Bettina Kramer. Endlich geht's los. Guten Abend und ein glückliches 2006 wünsche ich Ihnen. Luxuriös starten wir ins neue Jahr. Heute am ersten Tag des neuen Jahres hat unsere Sendung ein besonders schönes Thema. Es geht um Luxus in allen Varianten. Und aus diesem Grund habe ich mir ein ganz besonderes Kleid ausgeliehen. Es kostet sage und schreibe 25.000 Euro. Und ich habe eine liebe Kollegin als Studiogast eingeladen. Mit der Moderatorin Kim Fischer werde ich gleich über super teure Autos, Klamotten und Reisen reden. Wir starten aber mit einer Shoppingtour der luxuriösen Art. Alexa Scholz hat Miss Europa Shermin Charivar in St. Moritz bei einem Einkaufsbummel begleitet, der wohl jede Frau neidisch macht. Tja, welche Frau hätte an so einem Wochenende keinen Spaß? Und das gilt ganz sicher auch für meine liebe Kollegin Kim Fischer, die ich jetzt bei mir begrüße. Ein gesundes Neues, schön, dass du da bist und du schüttelst den Kopf. Du hättest keinen Spaß bei diesem Shopping-Trip. Nein. Warum nicht? Ich habe ganz großen Spaß an deinem Kleid, weil das funkelt wie ein Weihnachtsbaum, wie eine Lichterkette. Aber garantiert hätte kostet aber auch 25.000. Ich habe es nicht bezahlt, aber hättest du daran Spaß, so viel Geld für ein Kleid auszugeben? Sag mal so, ich hätte Spaß daran, es mir zu leihen. Irgendwie irgendjemand zu überzeugen, mir das für einen Abend zu leihen. Weil danach kannst du es ja eigentlich dann nicht mehr anziehen. Aber an so einem Shopping-Wochenende würde ich durchdrehen. Ich würde drei Verkäufer verschleißen und wenn ich eine beste Freundin dabei hätte, wäre sie nicht mehr meine beste, glaube ich. Weil mich das A sehr anstrengend einkaufen. Ich muss immer ganz schnell, zack, rein. Ich bin eher männlich. Also ich weiß genau, was ich will. Mhm. Und vielleicht probiere ich noch eine andere Hose, aber das war's. Aber ich frage mich echt, ich meine, was habt ihr, 23 ist sie, ne? Ja. Habt ihr ihr das Geld gegeben? Sie verdient es als Model. Aber was kommt denn da noch? Also ich meine, das ich will mich jetzt sie nicht fragen. Als alte Frau aufstellen. Was würdest du dir denn, wenn es jetzt um Luxus geht, als teuerstes leisten? Also wäre so eine Jacke für dich drin? Oder würdest du sagen, bei Schuhen gebe ich schon viel Geld aus? Oder darf bei dir alles wenig nur kosten? Nee, also ich glaube, wo ich wirklich Geld ausgebe, ist in Essen und so Wellness. Also jetzt im Restaurant oder kochst du auch gern? Sowohl als auch. Ich kann nämlich jetzt kochen mittlerweile. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mir über die Lippen kriege. Aber es ist, was ich zum Beispiel richtig gerne mir leiste, ist so, was ich auch luxuriös finde, ist in so ein Wellness-Wochenende abzutauchen und dann wirklich mich massieren und kneten zu lassen. Das finden viele andere auch übertrieben, aber das ist für mich und davon habe ich mehr als von einer Pelzjacke. Und was wären jetzt so die berühmtesten drei Dinge, auf die du gar nicht verzichten könntest? Jetzt egal, ob teuer oder nicht teuer, aber schon materieller Art. Gutes Essen. Mhm. Entspannung, aufgrund von, ne? Und auch Klamotten, einfach mal sich den Luxus leisten zu dürfen, mal in den Laden reinzugehen und zu sagen, oh, das hole ich mir jetzt und vielleicht nicht so drüber nachdenken zu müssen. Okay, und was darf ein Auto kosten, was fährst du? Bist du da eher so der Luxustyp oder da auch relativ bodenständig? Da bin ich, glaube ich, sehr bodenständig, weil es muss nämlich in jede Parklücke passen. Dann hast du das was ganz Kleines. Ja, in der Tat. Ich glaube, ich habe das Kleinste, was man so an Autos fahren kann. Soll ich dir mal ein richtig Großes zeigen? Ja. Das ist jetzt total angesagt. Es ist wirklich der Gegensatz zu einem Kleinen. Ich rede von einem vierrädrigen Luxusspielzeug und es fahren viele Promis. Der Monster-Geländewagen Hammer. Und wer den liebt, das verrät Ihnen jetzt Oliver Gregorius. Toll. Toll. Kannst du dich für den begeistern, für den Hammer? Nee, aber für Kaderlot. Ach, für Kaderlot. Die hat mir wirklich damit eine große Freude gemacht. Inwiefern? Weil eine so talentfreie Zone, dass die in eine derartig große Parkzone den Weg nicht findet, finde ich wunderschön. Dein Tag ist gerettet. Mein Tag ist gerettet, ihrer glaube ich ab jetzt auch. Aber es ist einfach, wenn Kaderlot in einem Hammer sitzt und sagt, sie kann auf jeden Mann verzichten, weil das sei wie Sex pur, dann hat das doch gleich sagt wieder schon eine ganze Menge. Ja. Apropos Männer, wie sieht's aus? Ziehst du Rückschlüsse von der Automarke auf Männer und gibt es da vielleicht auch Marken, wo du sagst, da kann nur ein Idiot drin sitzen? Naja, das ist eigentlich ganz schön gemein und irre oberflächlich, aber da bin ich auch sehr oberflächlich. Also wenn es dann so ein alter, liebevoll gepflegter Ford mit irgendeiner Stoffsituation da drin ist, die einfach auch schon bessere Tage gesehen hat, dann komme ich ins Grübeln. Wäre mir ein Fahrradfahrer irgendwie lieber. Und wie sieht es mit aufgemotzten Sportwagentypen aus?
dann sollte er lieber zu Fuß gehen. Also das wäre so gar nicht mein Ding. Das finde ich sehr albern, weil das ist irgendwie wirklich Ersatz für irgendwas, was fehlt. Okay, also reden wir mal nicht über alberne, teure Autos, sondern eher über teure Sachen. Wie wäre es, wenn du Kinder hättest? Würdest du den Markenklamotten kaufen? Nee, weil ich ja, also wirklich bei Hasi und Mausi, ich weiß, ich darf das hier nicht sagen, aber das sag ja ich, nicht du, da würde ich mich totshoppen für meine Kinder. Mhm. Das tue ich auch gerne für meine Patenkinder. Und wäre gerne selber noch mal so klein oder würde die Klamotten in größer für mich gerne kaufen. Aber so Markensachen, das finde ich, ich meine, die wachsen, glaube ich, innerhalb von 7,5 Tagen daraus. Aber viele tun es. Bei Promis ist es total angesagt, jetzt Designerfummel für ihre Kinder zu kaufen. Und wer sich da was gönnt und wie viel er dann dafür bezahlen muss, das zeigt Ihnen jetzt Oliver Gregorius. Alex Walzer hat einen Titel und auf den ist er stolz. Ramschkönig. Denn er ist mit Billigware sehr, sehr reich geworden. Ihn interessieren nur Sachen, die fast nichts kosten. Also schöne Dinge wie 10-Cent Feuerzeuge, Büstenhalter in Übergrößen oder Plastikhausschuhe. Diesmal aber war der Schnäppchenjäger in einem Billigparadies der etwas anderen Art unterwegs. Nämlich dort, wo teure Sachen günstiger zu bekommen sind, in einem Luxus-Auktionshaus. Ich glaube, das ist eine typisch weibliche Eigenschaft. Also ich habe das sehr häufig beobachtet, dass meine Freundinnen ihren Männern sagen, guck mal Schatz, das habe ich gekauft. Das hat nur so und so viel gekostet, ist reduziert auf so und so. Aber du hast doch vorhin gesagt, du hast eigentlich ein typisch männliches Einkaufsverhalten. Bei den Schnäppchen also bist du durch und durch Frau. Da bin ich Frau, ja, das finde ich toll. Weil dann, wo schlägst du dann zu? Also wonach guckst du da? Ach, na, ich suche nicht Schnäppchen, aber wenn es dann dran steht, dass es ein Schnäppchen ist, dann behob ich mich da gerne selber und kaufe dann also von dem T-Shirt, jetzt weil ich das in der Farbe sensationell finde, aber auch in allen anderen, kaufe ich dann halt auch alles andere. Dann hast du mir den vollen Preis im Grunde genommen bezahlt. Voll aber weibliche Philosophie, ja. Kann ich gut nachvollziehen, ja? Geht mir ähnlich. Gibt es Dinge, wo du sagst, die können so viel reduziert sein, wie sie wollen, da würde ich trotzdem dran vorbeigehen, kommen mir nicht in den Schrank? Pelze, Austern, Hummer. Aha, geht in die Richtung Tierschutz, dass du sagst. Ja. Bist du Vegetarierin? Ach, nee. Ich strach auch Leder, ja. Um auf Chemie nochmal zu antworten, die ja vorhin gesagt hat, wer Leder trägt, kann auch Pelz tragen, um es mal kurz gefasst zu sagen. Aber ich finde, so ein paar Sachen kann man auslassen. Die kann man gut und gerne auslassen. Wie sieht's bei dir aus, wenn du im Urlaub bist, gibt es so ein Urlaubsland oder ein Urlaubsort, wo du sagst, da gehe ich am liebsten shoppen, da weiß ich, dass ich auch Schnäppchen kriege oder gibt es einen guten Flohmarkt? Na, ich würde gerne mal nach Indien. Weil ich glaube, dass ich da viele schöne, von den Farben mich angezogen sehe, viele schöne Dinge einfach da finde für meine Wohnung. Also es muss, ich bin wie so eine Elster, es muss funkeln und glänzen und so ganz andere Kulturen, die reizen mich schon sehr, da auf den Markt zu gehen, auf Märkte, das finde ich eigentlich am schönsten. Vielleicht ist der jetzige Tipp auch etwas für dich, weil wir zeigen Ihnen gleich, wo man in sehr kurzer Zeit im Ausland sehr, sehr viel Geld verprassen kann. Bei denen, die es sich leisten können, ist das im Moment sehr im Trend und ja, wir zeigen Ihnen, wo das besonders gut geht. Willkommen zurück bei unserem Blitzspezial rund ums Thema Luxus. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann wird es offenbar schwer, sich noch etwas zu wünschen. Ausgefallen, exotisch und absolut einmalig soll es dann schon sein. Im Wüstenstaat Bahrain ist das möglich. Rennen fahren auf der Formel-1-Strecke, eine Audienz beim Königssohn per Luxuslimousine gekühlt zum Powershopping. Klingt so schön, um wahr zu sein? Andreas Schütz und Chris Meyer beweisen Ihnen, dass es dieses Einkaufsmärchen aus Tausend und einer Nacht wirklich gibt. Ende. Ja. Kim lächelt. Wäre das dein Ding so ein Wochenende für 30.000? Also wenn du mir die 30.000 schenkst, mache ich das glatt. Und dann wüsste ich das auch ganz toll auszugeben und rauszuwerfen. Ich müsste nur garantiert bekommen, dass solche Herrschaften nicht dabei wären. Die wir gerade gesehen haben. Ja, die sind bestimmt auch total doll, super, truppi, schnuppi, nett. Aber das, was Sie jetzt gerade so gezeigt haben, war ja Luxus ohne Stil. Und ich finde, man kann auch Luxus genießen, wenn es ein bisschen stilvoller ist. Wie würde denn ein Luxusurlaub stilvoll bei dir aussehen? Na, nicht, indem ich mir meine blondierten Haare von einem Königsfriseur kämmen lasse und von der Kamera sage, das bin ich ja wohl meinem Mann wert. Ich habe die Kreditkarte ja hier. Dann kann ich jetzt echt jeden Mann mit einem Ehevertragswunsch verstehen. Aber die Formel-1-Strecke, also mich würde die reizen. Was hast du dazu? Du würdest gerne da drin? Ja, würde ich gerne mit rumfahren. Selber fahren? Ja. Finde ich Luxus. Na, ich würde dir da ein paar Söckchen dafür stricken. Ich hab's gerne ein bisschen ruhiger. Ein bisschen ruhiger in welcher Form? Also ich weiß, dass du sehr gerne auch deine Wohnung ausstaffierst und so. Bist du da jemand, der dafür viel Geld ausgibt? Ja, also, da hole ich auch Möbel Ruhe. Und so angeht? Ja, total. Also das ist für mich wie Meditieren. Klingt bekloppt, aber ich räume auch gerne meine Bude immer wieder um. Und da bin ich sehr gefährdet, also schwerst gefährdet. Also auch unvernünftige
Käufe zu machen, wo es richtig reinhaut in die Geldbörse. Aber ich finde das wunderschön. Dann wünsche ich dir für das neue Jahr, was jetzt vor uns liegt, dass du viele schöne Möbelkäufe tätigst, ja, gesund bleibst und weiterhin so erfolgreich danke bist jetzt. Ich danke dir, Kim, dass du heute bei uns im Studio warst. Und hier geht es jetzt weiter, meine lieben Zuschauer, mit der Comedy, und zwar der Schillerstraße. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich zur gewohnten Zeit um 7:10 wieder. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.